Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Nach einer guten Woche YouTube und Twitch Abstinenz bin ich wieder zurück. Ich lag ein bisschen flach, deswegen gab es keine Infos, wer es nicht mitbekommen hat. Am Donnerstag hat Apex Legends einen Trailer veröffentlicht fürs kommende Wargames Event. Start am Dienstag um 19 Uhr, können wir davon ausgehen. Eigentlich sollte zwischendurch auch mal ein Chinatown Event sein, was damit passiert ist. Ich habe nichts finden können, nichts gelesen. Ich glaube, das Chinatown-Event war sowieso nur kosmetischer Natur. Vielleicht kommt das noch. Lassen wir uns mal überraschen. Jedenfalls, das Wargames-Event beinhaltet 5 verschiedene Spielmodi. Es sollten eigentlich wie beim Grand Soiree-Event in Season 3 7 Modis sein. Warum es jetzt nur noch 5 sind, kann ich leider nicht sagen. Vielleicht gab es Probleme. Deswegen der ein oder andere Modus geht mal einen Tag länger oder auch mal 2 Tage länger und die anderen eben nicht. Ich zeige euch, wann, an welchem Tag welcher Modus startet. Ich erkläre euch, wie die Modi funktionieren. Ich zeige euch natürlich auch den Trailer, der sieht sehr, sehr geil aus. Und der reißt die verschiedenen Modi natürlich auch an und zeigt auch ein paar richtig schöne, beliebte Recolor-Skins aus verschiedenen Events. Also kann man da auch gespannt sein. Wir sehen uns dann gleich noch auf der offiziellen EA-Seite wieder, wo ein paar Beschreibungen zu den verschiedenen Modi stehen. Und da werden auch noch ein paar Skins gezeigt. Ich glaube aber nicht, dass alle Skins gezeigt werden. So, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß bei dem Trailer. Lasst vorab schon mal einen Daumen da, aber wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Looking quite confident, aren't we? Ha, I'm just getting warmed up. You lot have got no idea what's in store for you. Heroes, eh? If you survive what I got in store, then you will be. Everybody loves a little mayhem. So, wir sind jetzt auf der EA-Seite. Ihr könnt hier auf jeden Fall schon mal einen schönen Skin für die 3030 Repeater sehen. Und wir legen direkt mal los. Mit welchem Modi geht's denn los? Am 13. April, zweite Chance, heißt der Modi, relativ simpel und wird im Trailer eigentlich ganz gut angerissen. Relativ weit zum Schluss sehen wir, wie Crypto Forge finished und ein paar Sekunden später landet er direkt auf dem Dropship und ballert diesen Typen weg. Eigentlich ganz simpel, wenn wir drauf gehen, werden wir einige Sekunden später gerespawnt mit allen Ausrüstungsgegenständen, die wir aktuell zum Zeitpunkt des Todes hatten. Und wir respawnen auch direkt an unserer Deathbox, beziehungsweise eben, Deathbox braucht man ja nicht, aber an dem Punkt, wo wir draufgegangen sind. Das ist ein Modus, auf den freue ich mich auf jeden Fall ultra, ultra dolle. Und Besonderheit, einmal pro Match ist das machbar. Ansonsten müsst ihr eben von euren Teammates wieder geholt werden. Beziehungsweise könnte auch sein, weiß ich gar nicht, wird hier nicht beschrieben, aber ich glaube nicht, dass es so ist, dass wir vielleicht gar nicht gerespawnt werden können. Das könnte natürlich auch sein. Lassen wir uns mal überraschen. Ultrazone, auf diesen Modus freue ich mich ebenfalls. 3 verschiedene Hotzones, die ganz normalen Hotzones, die wir kennen, wo viele immer landen, weil es dort goldenen Loot und lila Loot und so weiter gibt. 3 verschiedene Hotzones wird es auf dem Kings Canyon geben. Allen Anschein nach wird es auch nur auf dem Kings Canyon stattfinden, das Event. 3 Hotzones und kennen wir aus Season 6, müsste es gewesen sein. Dort haben wir diese, ich sag mal, diese Riesenblase zum Beispiel hier um den
Na, um den Octane-Spot. Jetzt haben wir da Worte gefehlt. Und in diesem Bereich, wenn wir keinen Schaden nehmen oder wenn wir einen Gunfight haben, regenerieren wir Leben und Schild, wenn wir keinen Schaden eben für kurze Zeit kassieren. Das Event, was wir dann in Season 6 hatten, war ebenfalls extrem geil. Und natürlich, diese Hot Zones haben natürlich diesen normalen Beuteloot, den wir aus Hot Zones ebenso kennen. Auto-Abzeichen oder Auto-Banner im Englischen, relativ simpel. Wenn wir einmal drauf gehen, ist unser Banner sofort im Inventar unserer Teammates und wir können sofort zu so einem Respawn-Beacon wandern und gerespawnt werden. Simpel, mehr ist es nicht. Finde ich jetzt von allen, glaube ich, nicht so spannend. Killing Time ist das nächste oder der nächste Modus. Auch relativ simpel. Die Zeit einer Runde verkürzt sich mit jeder Legende, die getötet wird. Und hier wird auch beschrieben, es könnte natürlich sein, wenn hier ein übelstes Massaker schon am Anfang der Runde stattfindet. Dass wir uns auf jeden Fall beeilen müssen, dass wir mit der Zone hinterherkommen. Klingt auch sehr interessant. Rüstungsregeneration muss man, denke ich, nicht ganz so viel sagen. Ja, wir lesen es mal durch, weil hier habe ich mir das noch gar nicht genau angeguckt. Eure Rüstung regeneriert sich über Zeit 12 Punkte pro Sekunde. Erleidet ihr Schaden, setzt nach einer Verzögerung von 8 Sekunden die Regeneration eurer Rüstung ein. Wird eure Rüstung geknackt, verdoppelt sich die Verzögerung auf 16 Sekunden. Noch eine Sache zu diesem Modus, der Beutepool enthält keine Schildzellen. Okay, nur gut, dass ich es vorgelesen habe, das mit den Schildzellen war mir so nicht bewusst. Also wir regenerieren rein nur das Schild, aber keine Lebenspunkte. Und hier sehen wir noch den Zeitplan. Zweite Chance eben vom 13. bis zum 15. April. Ultrasound vom 15. bis zum 19. Dieser Modus geht 4 Tage. Autoabzeichen oder Autobanner geht vom 19. bis zum 21. Killing Time vom 21. bis zum 23. Und Rüstungsregeneration vom 23. bis zum 27. Ja, das soweit zu den Zeiten. Hier haben wir noch ein paar Sachen, die wir manuell freischalten können. Letzte Stufe haben wir auf jeden Fall diesen schönen 30-30 Skin. Das sieht schon geil aus, wenn die Waffe nicht so scheiße wäre. Ansonsten bei 3500 haben wir noch einen Rampart-Skin. Bei 2500 haben wir einen Krypto-Skin. Und jeweils noch zwei verschiedene Waffencharms. Einmal diesen komischen Vogel hier. Dieses Brand-Logo, was in so einem Berg auf Kings Canyon eingebrannt ist, sehen wir auch im Trailer. Und einmal eine Thermitgranate. Irgendwelche Sachen. Ja, hier haben wir noch ein paar Skins, die es im Event auf jeden Fall gibt. Es sind allesamt Recolors aus beliebten Events. Und aus welchen Events die alle sind, spare ich mir jetzt am besten einfach mal zu sagen. Ladies and Gentlemen, das war's von meinem kurzen, knackigen News-Update. Lasst mich auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben wissen und einem Abo, wenn ihr neu seid, dass euch das Video auf jeden Fall gefallen hat. Das war's soweit von mir. Ich merke schon, dass ich bei der Abmoderation schon völlig aus der Übung gekommen bin. Mal eine Woche keine Videos gemacht und schon erzähle ich ja eine Grütze. Daumen da lassen, Abo da lassen, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei dem Event. Ein schönes Restwochenende. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.